Katja Riemann ist mehr als nur Schauspielerin. Der gebürtige Niedersachse singt außerdem und schreibt Bücher. Sie setzt sich vor allem für Demokratie und Menschenrechte ein. Ich bin am 1. November 60 geworden. War dabei. Und Katja Riemann ist eine selbstbewusste und willensstarke Frau. Vielleicht ist es deshalb mit dem Bild des Sängers verbunden. Das mittlerweile legendäre Interview wird oft als brutal und feindlich bezeichnet und in der NDR-Sendung das häufig erwähnt. Nicolette Krebitz. Darin heißt es, Riemann habe sich vor 10 Jahren dem Moderator Heinrich Baumgarten gegenüber schlecht und nervig verhalten. Aber natürlich würde Katja Riemann, die in Kirchwehe bei Bremen aufgewachsen ist und das jüngste von 3 Kindern eines Grundschullehrer-Ehepaars ist, niemals Gerechtigkeit erfahren. Wenn es nur ein Interview oder 1 oder 2 vernichtende Antworten wären. Mittlerweile gehört die Schauspielerin zu den gefragtesten Schauspielerinnen ihres Fachs, hat zahlreiche Preise gewonnen und engagiert sich auch außerhalb ihres Berufs gesellschaftlich sehr. Während ihres Schauspielstudiums, das sie 1987 an der berühmten Otto-Falkenberg-Schule in München abschloss, erhielt Riemann ihr erstes Filmangebot. Als Hauptdarstellerin im 6-teiligen WDR-Fernsehspiel Sommer in Les Monats, für das sie mit dem Goldenen Preis ausgezeichnet wurde, Grimme Preis 1988. Ein Jahr später gewann sie die Goldene Kamera für ihre Hauptrolle im Schimanski-Tatort, Katjas Schweigen. In den folgenden Jahren erhielt Riemann für fast jede ihrer Rollen Auszeichnungen. 1991 die Lilli Palmer Memorial Kämmerer als beste Nachwuchsdarstellerin für No Talk of Violence und 1994 den Bayerischen Filmpreis für ihre erste Filmrolle in A Man for Every Key und Apprehension sowie Bambi für The Moving Man. Und den Deutschen Filmpreis 1996 für Talk of the Town. Was die da wollen haben. Auf einmal hat es Explosion gegeben und ich bin hier gelassen und habe nachgeschaut. Die haben den ganzen